Wundervollen guten Morgen. Gib hier jetzt Meal 1. Wir starten direkt den Tag. Wir haben heute Dienstag, wir haben heute Pool-Tag, wir haben heute 4 Tage out von der ersten Show der Saison. Melli sitzt mir hier gegenüber. Es gibt jetzt hier ein gemeinsames Frühstück, also wir beiden und die Kamera. Also ihr eigentlich. Herzlich willkommen zu unserem Frühstück. Hallo und auch Community. Hallo Community. Ja, meine Community. Hallo Community. Herzlich willkommen auf meinem Kanal zum Decaf und zum Brei mit Heidelbeeren, dunkler Schokolade und Designer Whey im Geschmack Carrot Cake, was am Mittwoch, dem 27.03. droppt. Und vielleicht, wenn das Video online geht, ist die Proteinaktion noch online. Dementsprechend unbedingt abchecken. ESN.com mit Code Chris maximal supporten. Auf jeden Fall nehme ich euch heute wieder mit. Ich freue mich sehr und wünsche euch dabei viel Spaß beim Video. Bleibt dran, gebt Gas und greift nach den Sternen. So, meine Lieben, Zeit für eine Pool-Session, startend mit Bauch, und das ist ja eine Frage, die sehr, sehr häufig auftritt, warum Pool-Sessions mit der Körpermitte starten. Ich bin ja der festen Überzeugung, dass wir, wenn wir einen Latissimus trainieren, wenn wir einen Trapez trainieren, wenn wir unseren Rücken trainieren, dass wir immer eine gewisse Koordination von Becken, Rumpf etc. brauchen. Allein schon aufgrund von der Tatsache, dass der Latissimus ja hier hinten am Becken mehr oder weniger entspringt und dann am Oberarm zieht. Und deswegen Bauch hier gleich zur Session Beginn, um hier die Körpermitte ein bisschen auf diese anstehende Belastung vorzubereiten, die Körpermitte anständig positionieren zu können in diesen unterschiedlichen Lifts, die wir dann im Zuge dieser Session machen. Und es ist halt vom Setup relativ easy, weil ihr werdet die C-Szene starten mit 3 Sätze Cable Crunches, also mit 3 Sätze Kabel von oben, Cable Crunches mit diesem einen Attachment, und dann gehe ich halt direkt über zu Überzüge und brauche im Grunde genommen kein anderes Attachment. Also habe ich ja wieder einen super Benefit für die Trainingseffizienz. Ja. Wir haben ja jetzt so ungefähr 10 Uhr, was relativ geil ist, und ihr werdet sehen, die Session ist trotzdem verhältnismäßig relativ condensed, obwohl ich viel mache im Zuge der Session. Ja, und wenn wir schon von Session-Effizienz sprechen, ich arbeite hier auch im Rest-Pause-Stil. Das ist eine Möglichkeit, die ist, um in relativ kurzer Zeit relativ viel Arbeit zu akkumulieren. Das ist nichts anderes als Aktivierungssatz, der durchgeführt wird, und dann wird das Ganze ans Muskelversagen gebracht und immer 5 Atemzüge gemacht und wieder ein Satz ans Muskelversagen, 5 Atemzüge wieder ein Satz ans Muskelversagen. Also in kurzer Zeit sehr viele, unter Anführungszeichen, effektive Wiederholungen nahe am Muskelversagen. Bietet sich einfach hier an, bevor ich dann gleich zum Pullover, zu den Überzügen übergehe. So, jetzt der Aktivierungssatz, 5 tiefe Atemzüge, dann gehen wir wieder rein hier. War auch schon ein effektiver Restpausensatz hier. So, wir wärmen jetzt nochmal Latissimus hier auf. Also aufwärmen, machen jetzt hier 3 Sätze Überzüge. Also eigentlich kein Aufwärmen, sondern Arbeitssatz. Warum ich den Cable Crunch nicht im Superset mit beispielsweise den Überzügen mache, wäre auch ein Argument für mehr Effizienz im Training. Wenn ihr einen Cable Crunch macht und ihr seht, wie ich das Attachment hier gehalten habe, dann mein Lat halt dauerhaft auf einer leichten Kontraktion. Brauche ich den Lat, um das Attachment hier zu stabilisieren und dann meinen Rumpf zu kontrahieren. Und genau das meine ich mit Zusammenspiel Latissimus und Rumpf. Ja. Und deswegen jetzt nicht im Superset, sondern zuerst das eine und dann jetzt direkt hier rein in die Überzüge. Das Intra her mit 2 Scoops EAs und Electrolytes Pro. Natürlich nur von ESN mit dem Code Chris.
Erstmals wieder hier 4 Plates oben an einem Autolus Pulldown. Jetzt rechte Seite komplettiert, 8 bis 12 Wiederholungen in jedem Satz. Das waren jetzt 8. Also, ja, ich muss generell sagen, so Nautilus Pulldown, so 6 bis 8 Reps, ist eigentlich meine liebste Rap-Range, weil ich da einfach wirklich mit dem Kopf noch dabei bleibe. Und das meine ich mit der Rap-Range picken, in der ihr hart arbeiten könnt. Ich kann hier bei der Nautilus Pulldown vor allem in dieser 6 bis 8er besser arbeiten als alles oberhalb von 10. Dementsprechend ja, jetzt hier dieses Setting. So, ich habe mich jetzt hier als Upper Back Ruder Variante für die Cyvex entschieden. Die T-Bar Row ist schon seit geraumer Zeit stagnant und werde jetzt mal der hier einen Try geben. T-Bar Row habe ich jetzt seit 2,5 Jahren oder sowas im Plan. Und die hier ist ja tendenziell sehr, sehr leicht, aber man kann da noch ein bisschen an Gewichte reinlegen. Schauen wir mal an, wie viel die Maschine dann schlussendlich aushält. Heute wird mal ganz easy eingestiegen. Also nicht mal mit Full Stack, damit ihr auch ein bisschen Raum nach oben habt. Schau mal, was sich ergibt hier. So war das sehr gut und sehr viel stimulativer, als ich gedacht habe, dass sie ist. Geil. So, wir haben jetzt hier die letzte Übung für den Rücken im Bunde. Und bevor jetzt wieder irgendjemand fragt, für welche Ziehmuskulatur machst du die jetzt? Ist die jetzt für den Teres oder für die Trap oder für den Latissimus? Das ist jetzt hier eine Übung, die ich ganz gerne als so schweren Verbund betrachte, einfach einen schweren vertikalen Zug von oben. Ich fokussiere mich jetzt hier nicht auf eine spezifische Muskelgruppe, sondern einfach meinen ganzen Rücken zu kontrahieren. Und zwar Trapez, Teres, Latissimus, hintere Schulter, alles mit dabei. Ordentlich Last draufbringen. Wir haben hier 6 bis 10 Reps, 3 Sätze. Hier lasse ich auch ein bisschen Body English zu. Also etwas Schwung wird hier definitiv mitgenommen. Ist hier erlaubt, um hier einen guten Stimulus zu setzen. Aber kontrollierten Schwung. Und ein, zwei Parshas am Ende. Ja. Genau, beginne jetzt hier mit dem ersten Satz. Noch Bizeps vor uns und für Bizeps benutzen wir jetzt die Lieblings-Bizeps-Maschine hier im Gym, die Gym 80 Preacher Curl, und ich habe hier keine Angst vor der vollen Ellbogenstreckung. Also viele Leute haben sich ja hier schon den Bizeps abgerissen, nicht den Beinbizeps, sondern den Bizeps, und ich habe aber hier keine Angst vor. Also soll jetzt nicht heißen, dass ich irgendwie verschrei, ja, und bringt auf Holz klopfen. Aber das Problem ist halt, wenn man zu viel Gewicht verwendet und dann in Bewegungsbereiche reingeht, in dem man sonst nie trainiert, dann ist natürlich ein Verletzungsrisiko da. Aber ihr werdet jetzt sehen, hier bei der Ausführung sehr, sehr kontrolliert in die volle Streckung und kontrolliert, aber trotzdem explosiv aus dieser vollen Streckung raus. Und dann ist man da eigentlich relativ gut dabei hier. Ja. Reichlich Stabilität wegen dem Pad hier. Und dann ist hier Abfahrt. Hier mit 4 Sätzen für die. Oh, da hat sich wieder jemand umgedreht.
Meine Güte. Das ist schon das zweite Mal, dass sie das aufnehmen. Es gibt das Post-Workout Meal. Etwas improvisiert jetzt mit 4 Maiswaffeln, etwas Hähnchenbrustaufschnitt, Gurken, Karotten. Ich habe sogar hier schon mal abgebissen, während dem letzten Take. Aber gut. Und dann hier nochmal größere Portion von gleichem wie Pre. Einfach aufgrund von der Tatsache, dass ich vor dem Training nicht so viel essen will. Heute gibt es noch ein bisschen was zu tun im Hinblick auf Vorbereitungen fürs Wochenende, aber auch für ganz normalen Daily Client Support, Replies, wie auch immer. Haben noch 4 oder 5 offene Check-ins, die werden wir uns jetzt dann anschauen. Und somit schauen wir weiter im Tag. Ja, Training war sehr, sehr gut, sehr, sehr produktiv. Stimulus war da, gute Pull-Session, another one ticked off. More of the same. Ja? Bodybuilding ist langweilig. Deswegen seht ihr auch immer die gleichen Sessions. Aber das ist der Sinn der Sache, um euch immer wieder da das Gleiche zu zeigen, aber immer was anderes mit auf den Weg zu kriegen. So, wir kriegen jetzt gleich Besuch von den Hundetrainerinnen. Und in dieser Stunde ist natürlich keine Zeit zum Essen. Mein letztes Meal ist jetzt noch gar nicht so lange her. Deswegen wird jetzt hier das Ganze überbrückt. Und zwar sehr gekonnt mit einem Smoothie, Shake, wie auch immer man das nennen will. Ein paar Erdbeeren hier. Jetzt noch Mandelmilch und dann auch noch Whey natürlich. Und es wurden auch noch ein paar Check-ins erledigt und ich kann euch eines sagen, ihr werdet im Laufe eurer Reise als Athlet oder Athletin immer wieder Situationen haben, die eure Reise betreffen, auf die ihr allerdings überhaupt keinen Einfluss habt, sei es jetzt, dass ihr, und das ist natürlich das absolute Worst-Case-Szenario, dass ihr irgendwie ins Krankenhaus müsst für eine gewisse Zeit oder dass ihr eben krank seid. In den letzten Videos haben wir ja auch über Erkältungen gesprochen, über das schnelle Recovern von Erkältungen, auch das Vorbeugen unter anderem. Und ihr könnt in dieser Situation ja absolut nichts machen. Also Ihr habt als Athleten und Athletin, ihr habt gewisse Aufgaben, die ihr natürlich machen könnt oder die ihr machen sollt, die ihr machen müsst, sollt, um euer Ziel zu erreichen. Also ihr habt ja alle irgendein Ziel. Jede einzelne Person trainiert mit irgendeinem Ziel. Und im Rahmen dieser Zielerreichung habt ihr gewisse Boxen, die ihr halt tickt. Ja, wir kennen alle diesen Term von ja, Ticking Boxes und so weiter. Und meistens sind diese Boxen halt, ja, macht der Training und steigert die und dies, das und Ernährung und Schlaf genug. Aber wenn ihr von etwas Unkontrollierbarem überrannt werdet, ja, vielleicht auch überfahren werdet, ja, dann schwenkt dieses Boxenticken ein bisschen um und dann ist die einzige Aufgabe, die ihr habt, die allereinzige, das zu kontrollieren, was ihr kontrollieren könnt. Ihr könnt keinen Einfluss auf Dinge haben, auf die ihr keinen Einfluss haben könnt, logischerweise. Und ihr müsst einfach mit diesen Umständen dann umgehen und das auf die bestmögliche Art und Weise, ganz blöd gesagt. Ja, also wenn ihr krank seid, ist die einzige Aufgabe, die ihr tun, die ihr komplettieren müsst, die einzige Box, die ihr abhacken müsst, ist: Schlaft genug und schaut, dass ihr schnell wieder gesund werdet. Das ist das Einzige, was ihr machen könnt, um, sag ich jetzt mal, in Form von Wettkampfathleten und Athletinnen, um an einem bestimmten Tag das Ziel zu erreichen. Das ist das Einzige, was ihr machen könnt. Ihr könnt nicht mehr trainieren, ihr könnt nicht mehr machen, ihr solltet nicht irgendwie anders essen, als es euer Coach euch sagt. Ja, einfach nur gesund werden. Das ist die einzige Aufgabe, die ihr habt, um euer Ziel zu erreichen, in dem Moment. Und dann, wenn ihr wieder gesund seid, jetzt im Falle von Krankheit, verändern sich die Aufgaben wieder. Dann ist wieder Training Gas geben, lang genug schlafen, Stressmanagement, dies, das. Das sind natürlich Dinge, die schwingen auch mit, wenn ihr jetzt auf dem Weg einer
Genesung einer Krankheit seid. Ja? Aber kontrolliert das, was ihr kontrollieren könnt, und fragt euch immer, okay, was ist jetzt gerade meine Aufgabe? Was kann ich jetzt gerade tun? Was ist jetzt gerade in meiner Macht stehend, um an einem Tag X oder mir ist auch nicht an einem Tag X oder um down the road einfach ein gewisses Ziel zu erreichen? Ja, das kann ich nur immer wieder kundtun, weil das doch eine Sache ist, die sehr, sehr wichtig ist, weil wir werden oftmals mit Dingen konfrontiert, auf die wir keinen Einfluss haben. Gut, für mich gibt es jetzt hier Smoothie und dann war es das auch schon mit dem heutigen Video. Danke vielmals, dass ihr wieder mit am Start wart, und dann sehen wir uns demnächst. Passt euch auf, Peace, bis zum nächsten Mal.